Wenn Ihr PC Probleme beim Empfang eines WLAN-Signals hat, befolgen Sie diese Anleitung zur Fehlerbehebung bei Ihrer WLAN-Internetverbindung. Probieren Sie diese schnelle Signalprüfung aus, um zu sehen, ob Sie Zugriff erhalten. Platzieren Sie Ihr System näher an Ihren Router oder Access Point. Klicken Sie in der Taskleiste auf das WLAN-Symbol. Überprüfen Sie, ob WLAN aktiviert und der Flugzeugmodus deaktiviert ist. Wenn angezeigt wird, dass bereits eine WLAN-Verbindung besteht, trennen Sie die Verbindung, warten Sie einen Moment, stellen Sie dann erneut eine Verbindung her und versuchen Sie, auf das Internet zuzugreifen. Sie können auch die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke überprüfen, um zu sehen, ob eine andere Verbindung funktioniert. Durch das Zurücksetzen des Netzwerks können die meisten Probleme behoben werden. Klicken Sie auf das Startmenü, gehen Sie dann zu Einstellungen und wählen Sie Netzwerk und Internet. Klicken Sie auf Erweiterte Netzwerkeinstellungen, dann auf Netzwerk zurücksetzen und schließlich auf Jetzt zurücksetzen. Klicken Sie auf Ja, um den Vorgang zu akzeptieren und warten Sie, bis Ihr PC neu gestartet wird. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob das Problem dadurch behoben wurde. Sie können auch die Windows-Netzwerkproblembehandlung verwenden. Klicken Sie auf das Startmenü und gehen Sie zu Einstellungen. Wählen Sie System aus, blättern Sie dann nach unten zur Problembehandlung und erweitern Sie es. Klicken Sie auf Andere Problembehandlungen und führen Sie die Problembehandlung für Netzwerk und Internet aus. Es erscheint ein Pop-up-Menü mit empfohlenen Aktionen, die der Reihe nach aufgeführt werden müssen. Befolgen Sie die Anweisungen für jeden Schritt, während Windows Sie anleitet. Experimentieren Sie mit dem Modem und dem Router, da diese möglicherweise die Ursache des Problems sind. Starten Sie Ihren WLAN-Router neu, indem Sie ihn ausschalten und das Netzteil des Routers trennen. Warten Sie 10 Sekunden, schließen Sie dann das Netzteil wieder an und schalten Sie den Router ein. Nachdem alle Kontrollleuchten vollständig aufleuchten, versuchen Sie wieder online zu gehen. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um eine direkte Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen, anstatt eine WLAN-Verbindung zu verwenden. Wenn dies nicht funktioniert, ist wahrscheinlich Ihr Modem oder Router das Problem. Um dies zu bestätigen, geben Sie Ihr Mobilfunknetz frei, um zu versuchen, Ihren Computer mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie auf diese Weise erfolgreich online gehen können, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an Ihrem Modem oder Router und Sie müssen möglicherweise die Geräte austauschen. Sie sollten Ihren WLAN-Treiber aktualisieren, Sie benötigen jedoch Zugang zum Internet. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um Ihr System mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn Sie keins haben, müssen Sie den Treiber auf ein zweites System herunterladen und die Datei mit einem USB-Stick auf das System ohne Internet übertragen. Sobald Sie mit dem Internet verbunden sind, gehen Sie zu dell.de/support und identifizieren Sie das betroffene System anhand seiner Service-Tech-Nummer. Klicken Sie auf Treiber und Downloads und erweitern Sie Zugriff auf die vollständige Liste der Treiber und Downloads für das System. Überprüfen Sie das Betriebssystem des PCs und wählen Sie im Feld Kategorie Netzwerk aus. Suchen Sie in der unten aufgeführten Liste nach dem WLAN-Treiber und laden Sie ihn herunter. Gehen Sie nach dem Herunterladen in den Ordner Downloads. Wenn Sie ein zweites System verwenden, kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick und übertragen Sie sie auf das System mit dem WLAN-Problem. Führen Sie nun die heruntergeladene Treiberdatei auf dem betroffenen System aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Einige Computer verfügen möglicherweise über die Option Reparieren. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen, dann erneut auf Fertigstellen und testen Sie Ihre Internetverbindung nach dem Neustart. Wenn Sie weiterhin Hilfe mit dem Internetzugang benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns über soziale Medien, um Unterstützung zu erhalten. Wir haben auch das Dell Community Forum, in dem Sie sehen können, was andere zu diesem Thema sagen. Werden Sie noch heute Abonnent, erhalten Sie Zugriff auf alle unsere Supportanleitungen und werden Sie benachrichtigt, wenn wir neue Inhalte veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuschauen!